In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie wir bei uns einen ganzen Hahn verpacken, damit er am Ende auch nett in der Verpackung aussieht. So kommt das Tier aus der Schlachtung. Die Innereien haben wir bei uns immer mit dabei, das heißt Magen, Leber und Herz. Als erstes stecken wir die Flügel nach hinten und dann können wir den Hals in den Flügel reinlegen, damit der später nicht durchsticht. Dann das A und O, die Keulen richtig schön randrücken, damit die sauber direkt neben der Brust liegen und nicht abstehen. So, Innereien sind wertvoll wichtig, am Ende immer irgendwie 100, 150 Gramm, das ist der Magen. Dann haben wir die Leber und das Herz. Die kommen in einem separaten Beutel einfach mit in die Bauchhöhle und können dann später da wieder entnommen werden. So, jetzt haben wir eine weitere, die eigentliche Vakuumtüte, einmal umgeschlagen, damit wenn noch Fettreste vom Hähnchen beim in die Tüte stecken da sind, dass die am Ende nicht nach außen auf der Tüte sind, damit da das Etikett auch gut hält. Genau, wenn wir nach Möglichkeit, dass entweder zwei Personen machen oder zwischendurch Hände einmal abtrocknen, damit eben der Fettfilm nicht auf den Vakuumbeutel kommt. So sieht das Ganze dann aus. Wir ziehen das jetzt Vakuum. Und da ist es, kommt das Vakuum gezogen wieder. Das heißt, wir sehen, die Keulen sind nach wie vor schön mit am Filet oder am Brustkorb mit dran. Und das ganze Hähnchen ist lecker, kompakt und sieht gut aus.